So, ich habe hier gerade den Superball oder was es da war geschnappt in der Kombüse. Mehr habe ich nicht gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wo es noch so lang gehen kann. Da haben wir alles abgeklappert. Was war denn hier? Hier ging es runter. Ah, hier ging es noch weiter, ne? Oh, hier haben wir Hyperpotion gefangen im Mülleimer. War das Mülleimer? Ah, okay. Vielleicht doch nicht. Egal. Hier geht es noch weiter mit den Trainers. Guck mal, hier. Dann, what the? Super Potion. Ist ja krass. Was mit dir? Ah, okay, gut. Der gibt mit seinem Mashok an. Ist in Ordnung. Was geht denn mit euch ab? Okay. Come on, man, my celebrator. Komm schon, mein Stolz als Sailor, wie nennt man? Seematrose steht auf dem Spiel. Und deswegen muss ich jetzt mit ihm kämpfen. Und er setzt ein putziges Sepa ein, das ich jetzt brutzle. Ach ja. One Hit, sehr schön. Sehr schön. Wäre auch allerhand. Vielleicht habe ich diesmal in diesem Park Glück. Hey, wer weiß? Ein Mushas. Ist das... Streckt die Zunge raus. So cool. Austausch würde mich auch mal interessieren, wie Austausch aussieht. Das ist bestimmt auch cool. Und Tentacha. Hatten wir das Tentacha auch schon? Nee, noch nicht. Ach, wie cool ist das denn, ey? Das sieht aus wie... Ach, wie cool ist das denn, ey? Das sieht aus wie, hier Dingens, dieser eine Pokémon-Trainer aus irgendeiner Generation. War das nicht sogar hier Feuerrot und Blattgrün? Der weibliche Trainer? Es sieht doch sehr danach aus, oder? Auch so die Mütze und... Cool. Cool, cool, cool. Schöne Designs, echt schöne Designs. Ich muss immer wieder ein Grinsen bedeckt mein Gesicht, wenn ich das... Wat, auf einmal? Gerade eben wolltest du noch nicht. Na gut. Lass ich mal so durchgehen. Ein Pokémon hast du und das ist ein freches Mushas. Gut, das kriegen wir hin. Da sind wir im Vorteil. Sehr schön. Und down. War jetzt nicht so Bombe, ne? Musst du selber zugeben, oder? Musst du selber zugeben, das war nicht so. Das war nicht so krass. Ja, Leute fragen sich immer, warum machst du eigentlich Let's Plays? Du kannst es doch gar nicht, ne? Die Leute, ist das immer so, ihr habt es, glaube ich, im letzten Part bemerkt. Ich bin einfach besser, wenn ich mich einfach aufs Spiel konzentriere und Dinge zum Spiel sage und weniger versuche, die Thematik zu machen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich die Themen nicht weglasse. Weil, so schön sie sind, so toll die Idee auch ist, ich bin kein professioneller Let's Player und ich finde es verdammt schwer, ehrlich gesagt, darüber zu reden dann. Weil ich muss in meinem Kopf dann immer überlegen, was genau muss ich jetzt nochmal sagen oder wie genau will ich das jetzt erklären und dann passe ich nicht wirklich auf, mache dumme Fehler oder stottere und hattere vor mich hin und ich glaube, da hat keiner wirklich Bock drauf. Ist es überhaupt schon eine Ehre eigentlich, dass ihr da jetzt zuhört und zuschaut, da jetzt doch zuschaut und zuhört. Das ist für mich sowieso schon ein Weltwunder, weil ich mich persönlich eigentlich gar nicht so als guten Let's Player sehe und ich bin's auch nicht, das ist ganz klar. Aber wenn es den einen oder anderen trotzdem irgendwie amüsiert oder unterhält, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Und ich finde, ich habe mal zumindest einen Pokémon-Teil rausgenommen, den nicht jeder kennt. Hat ja einigen gefallen. Ja. So. Her mit dem Item hier. Der Eater. War das nicht irgendwas in Minecraft? Oder? Ne, ich weiß zu viel, ne? Da ist... Oh, schade. Selbst wir Matrosen haben Pokémon. Das ist ja der Wahnsinn. Was hast du denn für crazy shit? Ah, wieder ein Tentacha? Tentacool. Ich finde den englischen Namen irgendwie cool. Oh, oh, shit, er ist aber Gift, ne? Der ist Gift, ne? Hm. Ah, ich probiere erstmal Liebseed. Plop, 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 plop. Das ist so eine schöne Attacke. Das bringt nicht so unbedingt viel. Vergiften kannst du mich auch nicht, weil ich Typ Gift bin. Muhaha.
Das ist das Schöne an Bisasamen, Bisaknospen und Bisaflor. So, vergiften kann ich dich aber auch nicht, weil du auch Gift bist. Oder bist du nur Wasser? Nee, du bist Wassergift schon, ne? Die erste Stelle. Oder ist Tentoxa erst Gift? Puh, gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht. Egal, werden wir sehen. Razor Leaf? Nee, du bist schon Gift. Ah, das ist schön, so ein Pokémon, wo es nichts bringt. Wo es einfach nichts bringt. Ich sollte nur Gift-Pokémon haben. das ist echt das Schlimmste. Und... Ah, Rasierblatt ist toll, oder? Rasierblatt ist echt toll. Ich fand die Animation aber in Kristall zum Beispiel, oder Gold und Silber, irgendwie noch am coolsten. Ich weiß nicht, mir hat das voll gefallen. So diese Blätter und dieser Schnitt, fand ich irgendwie am coolsten. Egal, Sternu geht jetzt auch drauf mit einer weiteren Salve. Rasierblatt. So. Ich werde heute mal, denke ich mal, ganz gut aufnehmen. Ich bin heute in Stimmung. Ich habe nicht viel zu tun morgen. Ich kann die Nacht durchmachen. Wir haben jetzt im Moment 3.29 Uhr. Und ich muss es echt auskosten, dass ich hier mal frei reden kann, ohne dass ich jemanden störe nachts. Und oh Gott, hier sind zwei. Rechts oder links? Rechts oder links? Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene. Okay. Ene, mene, miste. Ich finger nicht. Ich kratze mir am Kopf. So. Gut. Das ist jetzt halt nicht so der Reißer, aber ja. Igelsamen. Ist Igelsamen noch, also ich meine, ich nutze diese Taktik voll gern. Igelsamen und dann vergiften, finde ich super. Oder noch besser, Igelsamen und einschlafen, das ist auch top. Aber ich frage mich halt immer, bringt das später noch was? Ja, also als Bisaflor dann? Ich sag mal, für das Spiel an sich wahrscheinlich schon, wenn man jetzt gegen andere Gegner, obwohl gegen andere Spieler ist, Igelsamen ist eigentlich schon nicht so scheiße. Ich frage mich halt nur, ob das irgendwann verdammt wenig abzieht oder ob das irgendwie sich an die Level anpasst oder weiß der Geier, ne? So, ich mach jetzt einfach mal Tackle. Oh, das hat sogar gereicht. Wunderschön, haben wir AP gespart. Und Level 24, sehr schön, sehr schön. Und ein Shellder, ein Mushas wieder. Jupp. Mann, ihr habt aber kreativ viele Pokémon. Gut, aber man hat ja nur die Auswahl von 150. Waren damals noch nicht so viele. Jupp, jupp, jupp. Es ist ja so, mal zur Thematik von... Anstellung. Thematik zum Teammitgliedern. Ich wollte ja ursprünglich schon... andere Pokémon haben, wie ich es am Anfang erwähnt hatte. Ich wollte ja Kabutops zum Beispiel mit ins Team nehmen. Aber, und es ist halt so der Punkt, es gibt so viele coole Pokémon, aber die kommen erst so gegen, ich sag mal, Ende oder drei Viertel des Spiels quasi. Und das ist halt irgendwie gar nicht so cool. Oh, mein Freund, du laufst auch über die Blanke, wenn du verlierst. Das ist eine Drohung, Captain Hook. Und zwar ein Macholo hat er hier. Yeah, das ist ja crazy. Plop, plop, plop. Ja, wo war ich jetzt? Oh Gott, ich bin total aus dem Konzept jetzt gerade geraten. Was war das? Geowurf, oder? Achso, ja, genau. Ich wollte zum Beispiel Kabutops reinbringen. Oder vielleicht sogar ein Aerodactyl. Alles, die kommen so verdammt spät, dass ich halt echt überlegt habe, lohnt sich das, ne? Ich meine, Aerodactyl, ja, wäre schon irgendwie awesome, ne? Ich weiß noch nicht genau. Es ist halt so, Flug-Pokémon, ich will halt irgendwo kein... Ibitak ist da awesome, aber ich habe Ibitak so oft gehabt, ich wollte mal einfach was anderes ausprobieren. Und da habe ich ein paar noch im Kopf, die ich da nehmen könnte. Die kommen aber wirklich erst ein bisschen später im Spiel vor. Muss man leider so dann einfach hinnehmen. Aber ich habe versucht, die Pokémon so nah wie möglich halt ja ans Spielerische zu machen, damit man halt relativ früh sich an die Pokémon gewöhnen kann, die trainieren kann und so weiter.
Ja, zum Beispiel, was auch ich immer geil finde, ist so ein Rihorn, beziehungsweise so ein Rizeros. Aber du findest es halt echt erst in der Siegesstraße. Und das ist halt das Ende des Spiels, ne? Kann man sagen. Also da passiert nicht mehr viel und dann ist es ist vorbei. Vorbei bei Julimond. Und das ist halt dumm. Das ist halt irgendwo dumm und finde ich halt schade. Aber das ist ja Quatsch, das dann... Ne, so braucht man das dann ja dann gar nicht erst anfangen. So, Moment, ich spule mal kurz. Bla 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 bla. So, kurz geheilt. So, gehen wir mal nach oben. Was war denn da oben? Ach, da war so... Nee, der war nichts. Ach, hier geht's noch weiter. Okay, gut. Dann geht's lustig locker weiter. Was ist mit dir? Das ist Relaxo. Wow, das ist das absolut schönste Relax, das ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob... Warum hat man Relaxo als Maid dargestellt? Kann mir das... Ist irgendwie unpassend, oder? Ich habe jetzt eher so an so ein etwas... An nicht so... Ist quasi an Bijojo-ähnlichen Charakter, aber halt moppelig. Ja? So ein bisschen dickerer, so wie in... Keine Ahnung, Negima gibt es doch auch so einen Charakter. Bisschen moppelig, aber sieht vom Gesicht her trotzdem hübsch aus und... So, sowas habe ich mir eigentlich so jetzt vorgestellt, so als Relaxo. Und dann vor allem so mit den chinesischen Augen. Ich finde, das sieht zwar cool aus, der Sprite, aber ist ein bisschen unpassend. Muss man mal so zugeben, ne? Ja gut, ich gehe da jetzt hin. Oh, Wunder. Ey, pass mal auf, was ich hier gefischt habe. Das ist der Hammer. Kabador oder was? Ah, immerhin Goldini, dafür kriegt man wenigstens noch was, ne? Kabador wäre wieder... Nee. Ja gut, da kann ich drauf Razor leaven. Klatsch und es ist ein One-Hit. Sehr schön. Ist irgendwie ein bisschen amüsanter, oder? Wenn ich einfach über das Spiel rede und so. Ich hätte ja gerne mal eine Meinung von euch, aber ihr seid ja so stumm. ihr habt ja Angst davor, was in die Kommentare zu schreiben. Was ich immer schade finde irgendwo, aber... oh ja, klar. Was ich aber auch verstehen kann. Och nö. Nö. Nö, nö. Das fangen wir erst gar nicht an. Auch wenn du mich... Auch auf die Chance, dass du mich wieder vergiftest. Nein, Wickel. Wickel war damals in der alten Generation richtig miese Attacke. Boah, war die mies. So richtig, richtig fies. Wow. Donner, was war denn? Kannst du einfach immer einen Critical Hit machen? Das wäre voll lustig. Und Goldini, das kriegen wir jetzt auch mit Donner hin. So. Etwa auch ein One-Hit. Ich bezweifle es. Donnerschock ist nicht so stark. Ja, Donnerschock ist echt nicht so die Bombe. Da ist teilweise Aquaknarre sogar stärker. Also vom Element her. Ja. Also Wasser... Ich glaube, Aquaknarre ist das stärkere Anfangs-Element-Attacke. Oder? Oder Glut. Beides eigentlich, ne? Donnerschock ist echt nicht so Bombe. Naja, egal. Achso, ich mal gucken auf das Level. 25 und 24, ja gut, dann lass man doch einfach Donner mal wieder ran. Der Mann wird eh noch mit mir kämpfen wollen. Und auch gegen die Jugend mal wieder anzukämpfen, macht ganz schön viel Spaß. Da fühlt man sich wieder jung. Why you do this? Na gut. Ja gut, dann mach ich Slam, ne? Ich hab... Ah, natürlich. Machst du auch Slam? Oh nein. Nein. Bin du da mit dir. Ah, wenigstens Quick Attack, komm. Auf. Oh, sehr schön. Aber eben, ich glaube, ich hatte gerade das stärkere Pikachu. Kann das? Ich glaube schon. Achso, ja, ich nehme das Item nicht. Sternstaub, da kann man viel mitmachen. Also an Geld. Ach, das war's dann auch. Entschuldigung. Ich schau mal. Hau mal wieder Donner mit Potions voll. Oder so, das reicht auch. Und mach mal einen Paralyseheiler. So. Weil will jetzt nicht zurückgehen. So, was gibt's hier? Gibt's hier was Cooles? Was mit dir?
Okay. Was mit dir? Achso, der erklärt mir nur, dass ich jetzt bald eine HM bekomme. Also VM in, auf Deutsch. Moment, kann ich ganz... Boah, kann ich kein... Das bringt trotzdem nichts. Okay, gut. Na gut, dann machen wir... Das ist ja frech. Was? I don't believe I saw you at the... I saw you at the party? Was? Ich kann es nicht glauben. Ich habe dich auf der Party gesehen? Fragezeichen? Hä? Was ist denn das für ein Satz? Ich glaube, ich habe den nicht verstanden. Ach Gott, ach, guck auf die Zeit, Mensch. Achte auf die Zeit, ist ja schon fast wieder rum. Ist ja verrückt. Na gut, dann gibt's aber jetzt noch einen Slam. Welcome to the Dam. So, und ein Quick Attack und dann ist das Red Hatter auch mal down. Das ist ja witzig, ich habe ja immer Red Hatter den Witz gemacht und ich habe neulich ein T-Shirt gesehen, wo man Radfratz mit einer Rifle oder MG oder was auch immer sieht und dann außenrum steht Ratatatatatat. Ich war nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist scheinbar. Ach, wobei, komm. Donner kriegt Level 26, oder? Also, oh Gott, das ist auch wieder der Käse. Na gut. Hör auf mit Quick Attack, ist nicht cool. Slam. Und nicht paralysiert, weil ich one-hitted habe wahrscheinlich. Sehr schön. Und was hinter diesem Pokéball versteckt ist und welche Pokémon dieser alte Mann hat oder ob er überhaupt welche hat, das erfahren wir in der nächsten Episode von Moemon Feuerrot. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dahin und ciao, bye bye.